Kommen wir zum nächsten Thema, Familie. Wie wirkt sich das Priestertum auf das Familienleben aus? Das ist eine schwierige Sache, ja. Es gibt Priester, die natürlich, ein guter Priester ist aktiv, er ist viel unterwegs, sehr beschäftigt und muss natürlich da Abstriche machen. Er kann jetzt nicht wie die anderen Leute jetzt am Wochenende mit seiner Familie irgendwo zum Skifahren oder zum Angeln oder sonst wohin fahren. Das ist so. Da kommt natürlich der Mutter der Kinder, also der Ehefrau des Priesters, eine ganz, ganz zentrale Rolle zu. Und das ist eine ganz schwierige, aber das Rezept dafür ist der Priester und seine Frau. Sie müssen ein Herz und eine Seele sein. Dann wird das auch auf die Kinder übergehen. Wenn das vorhanden ist, die Priesterfrau dient ja genauso. Sie muss eigentlich dieselben innerlichen, geistlichen Voraussetzungen mitbringen wie der Priester. Den Willen, dem Herrn zu dienen, der Kirche zu dienen, den Menschen zu dienen, also eine Aufopferungsgabe muss sie mitbringen. Weil das ist, aber sie wird das niemals bereuen. Niemals. Wenn sie das tut. Wenn sie mit ihrem ganzen Herzen, mit ihrer Seele dem Herrn dient. Und eine große Unterstützung, eine große Stütze für ihren Mann, den Priester. Ja, klar, für die Familie, für die Kinder ist das in erster Linie der Papa. Für die Frau wahrscheinlich auch in erster Linie der Ehemann. Für die anderen bin ich der Priester. Für meine Kinder bin ich der Papa. In erster Linie. Und deswegen ist es gut, wenn es eine benachbarte Gemeinde gibt oder einen zweiten oder dritten Priester innerhalb unserer Gemeinde, so dass die Kinder, sagen wir mal, zu ihm beichten gehen, dass sie, weil man muss da trennen. Ich, als Vater muss ich sozusagen vielleicht mal der Strenge sein, den Kindern vielleicht was verbieten. Und da muss es irgendwo einen Ausgleich geben. Also ich kann, das ist ja vielleicht kein Interessenskonflikt, aber nicht so einfach zu vereinbaren. Das Elterliche, die häusliche Erziehung mit dem Geistlichen. Natürlich liest man zu Hause erstmal vor dem Schlafengehen die Kinderbibel am Anfang, dann liest man aus dem Evangelium und so weiter, andere heiligen Geschichten, solche Sachen. Und natürlich findet die Erziehung natürlich auch, die geistliche Erziehung natürlich auch im Hause eines Priesters statt, wie bei allen anderen sie im Idealfall stattfinden sollte. Bedeutet das, dass wenn ein junger Mann ein Mädchen kennenlernt und der Meinung ist, dass dieses Mädchen keine gute Priesterfrau sein würde, dass er seine Liebe da opfern muss und weitergehen muss, eine andere suchen muss? Also, wenn das jetzt objektive Kriterien sind, wenn sie aufrichtig sagt, das ist nichts für mich, das muss, diese Ehrlichkeit, diese Offenheit muss natürlich vorher da sein, dann ist das für ihn die Entscheidung, die er treffen muss, entweder oder. Weil das jetzt übers Knie brechen und wir heiraten trotzdem und werden eine Familie gründen und es wird schon gut gehen, nein. Natürlich muss man da sehr viel vorher sich beraten, mit dem geistlichen Vater, dann auch natürlich mit dem Bischof dann zusammenkommen. Es gibt die Aussage, sagen wir mal, dass viele Bischöfe in der russischen Kirche zumindest, wenn sie einen jungen Mann, also einen Priesterkandidaten, die stellen sich ja immer dem Bischof beide vor, mit der zukünftigen oder schon seiner Ehefrau und vor der Priesterweihe schaut er mehr dann auf die Frau als auf den Mann. Weil er sagt, wenn der Mann
also der Junge, der zukünftige Priester, wenn der vielleicht so ein paar Fehler hat, wenn er eine gute Frau hat, die wird ihm die wird das alles hinbekommen. Wenn sie gläubig ist, wenn sie betet, wenn sie treu ist, wenn sie geduldig ist, vielleicht auch beharrlich, wenn sie all das mitbringt. Diese Reinheit natürlich, diese Liebe, diesen Glauben, dann wird alles gut. Umgekehrt, es kann ein wunderbarer, junger Mann sein, der alles mitbringt, aber wenn bei der Frau gewisse Defizite festzustellen sind, und die Bischöfe sind ja erfahrene und sehr kluge Menschen, geistlich sehr entwickelt, dann sagen sie, oh, ich glaube, es wird nichts aus diesem Paar und ich werde von einer Weihe, von einer Priesterweihe vorerst zumindest absehen. Sie können sich ja vielleicht anders in der Kirche betätigen, sich dann auch bewähren, da kann sich das alles ja noch ändern. Aber im Moment, jetzt, für diesen Moment, möchte ich von einer Priesterweihe absehen. Das sind ganz ernste Angelegenheiten. Also, das muss alles vorher entschieden werden. Aber das heißt letztlich, dass ein junger Mann vor der Wahl stehen kann, also nicht muss natürlich, ja, aber vor der Wahl stehen kann, entweder sein Priestertum oder seine Liebe. Ja, ganz konkret. Kein vielleicht, sondern so eine Frage, ja. Das muss also passen. Ja. Okay, kommen wir zu den Kindern. Es spricht ja auch dem Geist des Evangeliums. Wer Vater, Mutter, Bruder, Schwester oder seine Frau mehr liebt als mich, der ist meiner nicht würdig. So jemand kann nicht Christus dienen. Das ist nun mal dann so eine Prüfung. Ja. Schwer? Ja, aber und Christus wird niemals in unserer Schuld bleiben. Das ist gar nicht möglich. Das heißt, man hat dann die Hoffnung, dass man von Christus auch etwas zurückbekommt. Natürlich. Ja. Aber ich kann Christus keinen Kredit geben. Ich bin sein Schuldner. Er kann nicht in meiner Schuld sein. Das muss ich ja immer vor Augen führen, muss ich mir selbst vor Augen führen. Ich bin, Christus schuldet mir nichts. Er hat schon alles für mich getan. Ja. Gut. Wie ist es mit den Kindern? Also man sagt so, da hat manchmal das Gefühl, die Kinder vom Priester, die sind diejenigen, die sich in der Kirche am schlimmsten benehmen. Ist da was dran? Also vielleicht ist was dran, aber ich würde vehement verneinen, dass das der Regelfall ist. Also sich klar gibt es Kinder, jedes Kind hat seinen Charakter. Das ist genetisch bedingt, vielleicht auch durch eine schwierige Geburt, ich weiß nicht, durch irgendwelche traumatischen Erlebnisse. Kann ja alles sein, dass ein Kind vielleicht unruhig ist. Ein kleines Kind und dann später, ja, kann sowas möglich sein. Aber inwieweit das jetzt spezifisch damit zusammenhängt, ob das jetzt, dass das ein Kind eines Priesters oder aus einer Priesterfamilie ist, das ist vielleicht eine ganz andere Frage. Ja, aber alles kann möglich sein. Eine psychische Erkrankung, ja, ein Autismus. Das ist nicht der Regelfall. Meine Erfahrung sagt das nicht, nein, aber gibt es denn Unterschiede zwischen Kindern von Priestern und Kindern von Nichtpriestern? Natürlich, situationsbedingt schon. Sehen Sie, die Unterschiede, die Sie angesprochen haben, die können auch sein, sagen wir mal, in den USA oder in Westeuropa, also leben wir in der Diaspora und die Priester sind, sagen wir mal, materiell vielleicht nicht besser gestellt als die anderen. Und wenn das in der Gesellschaft eine Rolle spielt, ob der Papa einen Cadillac oder einen VW Jetta fährt, dann wird das auch im Verhältnis zu den Kindern sichtbar. Oder wenn die jetzt auf Hawaii Urlaub machen und wir so in 200 Kilometer Entfernung irgendwo in einem Feriendorf ein paar Wochen Urlaub machen.
dass wenn das jetzt für die, wenn das gesellschaftsrelevant ist, dann färbt das ab. Aber als Priesterkind muss man damit ja leben und für alles dankbar sein und ja trotzdem seine Würde haben. Das macht das nicht aus. Aber umgekehrt kann das ja auch den Fall sein, ich weiß das von Rumänien oder wo, also da, wo die Bevölkerung arm lebt, aber der Priester materiell gut ausgestattet ist und dann einen teuren Wagen fährt, dann muss der Priester sich auch vorsehen, dass dann die Kinder vielleicht nicht hochnäsig sind. Ja, also das hängt jetzt von den, manchmal, die Regel sollte eigentlich sein, der Priester sollte materiell so gut gestellt sein oder so schlecht gestellt sein, wie der durchschnittliche Gemeinde, das durchschnittliche Gemeindeniveau, so wie das durchschnittliche Gemeindemitglied. Wenn er reicher ist als die anderen, also materiell gut betucht, dann ist das für ihn ja auch eine Versuchung, ja, dann ist er, aber wenn er schlechter ist, wenn er zum Beispiel irgendwo in einem Villenvorort eine Gemeinde hat und alle sind, also hier tragen goldenen Schmuck und teure Pelzmäntel, die Damen, und er in einer Zwei-Zimmer-Wohnung lebt, ist das auch nicht, dann werden die ja auch mit ihm so umgehen wie mit einem Bauernsimpel, so vielleicht. Ja. Hängt natürlich von seiner Persönlichkeit ab. Aber ja, die Situation, es ist situationsbedingt auch. Also es gibt die äußeren Faktoren, die es gibt. Aber wenn der Priester ein guter Priester ist, und die Kriterien haben wir ja schon durchgegangen, dann sollte das ja eigentlich keine Rolle spielen. Aber die Versuchungen sind ja in die eine oder in die andere Richtung gegeben. Hatte der Priester es leichter, seine Kinder zu gläubigen Christen zu erziehen als Nichtpriester? Nein. Ich denke nicht. Ich kann jetzt keine kategorische Antwort geben, keine absolut überzeugende, aber vom intuitiv würde ich sagen, nein, sogar irgendwie sogar schwieriger? Nein, vielleicht. Es kann eine Versuchung geben, dass sie nur äußerlich, du bist das Kind eines Priesters, du musst jetzt schön immer dastehen, immer adrett gekleidet sein, Kopftuch tragen und die Leute müssen sehen, wie du betest und so weiter. Und das kann ja auch zum Pharisäertum vielleicht dann animieren. Gott bewahre. Ja, und der Glaube soll ja nicht soll fernab von jeglicher Effekthascherei sein. Du stehst vor Gott. Ja, wir als Priester, wir stehen ja vor dem Altar in wunderbarer liturgischer Kleidung und der Chor singt und die Kirche ist so schön und alles. Da können wir ja uns vielleicht auch einbilden, oh, heute habe ich wieder 100 Leute zur Kommunion gehabt und so weiter. Das ist die sichtbare Seite, die kann vielleicht zu solchen Gedanken, der Widersacher kann dir in unsere Herzen, in unseren Verstand säen. Aber wenn wir uns auf die geistliche, auf die wirkliche, auf die absolute Realität besinnen, dann sind wir beide, ich bin ein Wurm, kein Mensch, sagt der Psalmist. Dann bin ich völlig unwürdig. Ja, Gott hat mich hier hingestellt. Gott sei gepriesen dafür, das zu tun. Aber ich selbst stelle überhaupt nichts dar. Ich bin überhaupt nichts. Und wenn wir sehen, wer die großen Heiligen waren, also die großen Schismatiker, die Kirchenspalter und Frevler, das waren charismatische Persönlichkeiten, die durch ihre, was weiß ich, Redegabe, durch ihr Äußeres, ich weiß nicht was, die Massen in ihren Bann ziehen konnten. Ja, wie auch politisch manche Leute das dann auch missbraucht haben, ihr Charisma. Ja, hätte ein Hitler zum Beispiel mit seinem Charisma, hätte er ja auch Apostel sein können, wenn er dem Guten gedient hätte. Aber Gott sucht sich nicht solche Menschen
aus, sondern einfache. Er hat ja die Fischer, also die galiläischen Fischer zu Aposteln gemacht, aber die Gnade des Heiligen Geistes hat sie zu dem gemacht, was sie dann wurden, zu Menschenfischern. Ja. Und dazu sind auch wir berufen. Wir sollen uns, natürlich sollen wir gebildet sein, also uns anstrengen, studieren, Wissen aneignen, aber natürlich vor allem im Gebet voranschreiten, in der Gnade, in der Liebe. Und dann spielt es keine Rolle. Dann kann auch ein Serafim Sarovsky, war ja auch ein Einfacher, war jetzt nicht ungebildet, stammte ja aus einer Kaufmannsfamilie, aber oder Johannes von Kronstadt hat natürlich auch die Akademie, die theologische Akademie als Bauernjunge abgeschlossen. Aber was für ein Charisma der hatte. Er war ein Gefäß des Heiligen Geistes. Darauf kam es an. Ja, und Lev Tolstoi war genial. Aber der hat Unsinn geredet. Also nicht in seinen Büchern, aber hier in seinen religiösen Schriften, ja, oder Gesprächen. Wenn wir uns auf unsere menschlichen Qualitäten verlassen, dann können wir gleich zumachen. Die Kirche Christi würde heute, bis heute nicht existieren, wenn sie sich nur auf Menschliches berufen hätte oder verlassen hätte. Gut. Ihre Gemeinde in Weimar, die befindet sich ja in einer historischen Friedhofskapelle. Und da haben Sie viele Kontakte zu der Stadtverwaltung. Wie wird eine orthodoxe Gemeinde von der Politik wahrgenommen? Ich kann sagen, ich kann nicht klagen. Also wohlwollend. Ich bin sehr dankbar. In Weimar kann ich sagen, ich habe jetzt inzwischen den dritten Bürgermeister, den Oberbürgermeister, und jedes Mal waren die Beziehungen, sage ich mal, sehr gut, sehr korrekt. Also wir haben nicht zusammen Bier getrunken und sowas, also keine persönlichen Freundschaften, aber sehr, sehr wohlwollend und konstruktiv. Dafür bin ich sehr dankbar. Ja. Wir erwarten ja auch keine Geschenke, dass man uns ernst nimmt, dass man uns da, wo es geht, entgegenkommt. Ja. Warum haben Sie sich denn überhaupt entschieden, Priester zu werden? Ich habe es ja schon angedeutet, das ist die Berufung, die muss man spüren. Mhm. Und das ist das Elementarste. Ich dachte mir auch, so mit 17 Jahren, dass ich vielleicht so eine Gabe hätte, mit jungen Menschen zu kommunizieren, dass ich vielleicht die Sprache der Menschen, die Liebe zu Gott in der Sprache der Menschen, den Menschen, also in der Sprache, in der die Menschen sprechen, den Menschen näher bringen könnte. Das habe ich vielleicht in mir gesehen, subjektiv gesehen. Ich habe einfach den Willen gehabt, Gott zu dienen. Auch meinem Vaterland, muss ich auch sagen. Jetzt steht für mich absolut der Glaube an allererster Stelle. Ich bin Priester, aber natürlich auch immer noch liebe ich Russland und Deutschland, aber ich bin in erster Linie Priester und will da keine, dass es da nicht zu irgendwelchen Vermengungen kommt. Hat alles seinen Platz, aber die Hierarchie muss stimmen. Aber damals, ich bin im patriotischen Geist erzogen worden und ich habe mir in meiner jugendlichen Vorstellung das so gedacht, wie kann ich meinem Vaterland dienen? Russland, obwohl wir lebten ja in Deutschland und es gab noch die alte Sowjetunion. Wenn ich der Kirche diene, wenn ich Gott diene, das habe ich mir so in meinem Herzen gedacht. Aber heute dienen Sie ja auch Deutschland. Ich habe Deutschland immer geliebt. Ich bin hier sozialisiert, mein Milieu, praktisch mein ganzes Leben ist in Deutschland, hat in Deutschland stattgefunden.
Und in Russland habe ich nie gelebt. Ich habe 3 Jahre in Weißrussland unterrichtet, ja. Aber Aber das. letztlich haben sie ja nicht ein Land gedient, sondern sie dienen doch Menschen. Ja, richtig. Jetzt steht das alles für mich, hat sich das nicht umgekehrt, aber doch eine ganz andere Dimension bekommen. Das ist eine geistliche Dimension. Ein russischer Mensch, der nicht orthodox ist, oder sagen wir nur formal, also getauft, aber überhaupt nicht geistig lebt. Worüber kann ich mich mit ihm unterhalten? Über Politik vielleicht, über das Wetter, über Fußball, über ich weiß nicht was. Aber im Herzen, im Geiste ist er mir nicht nahe. Er ist mir nicht feindlich gesinnt, oder ich bin ihm nicht feindlich gesinnt. Aber wir können da freundlich sein, ja, schauen sich gerne um hier in der Kirche, aber wo, ich habe keine innere Beziehung zu ihm. Wenn er was will und Fragen stellt, dann werde ich ihm zur Verfügung stehen. Und andererseits, wenn ich einen orthodoxen, einen gläubigen, frommen Eskimo oder einen Afrikaner, einen Schwarzafrikaner kennenlerne, vielleicht haben wir keine gemeinsame Sprache, aber allein in die Augen schauen, orthodox. Orthodox, Bruder, Bruder, so ein Christ. Das kann man auf dem Athos auch kennenlernen. Da kommen ja auch alle möglichen Menschen zusammen aus aller Herren Länder. Und wenn sie orthodox sind, dann sind wir eins in Christus. Aber da bedarf es nicht vieler Worte oder Gesten oder sonst was. Wir sind alle zusammen. Wir empfangen die Heilige Kommunion. Also, ich kann mich erinnern, mit meiner damals noch kleinen Tochter waren wir mal auf Zypern in Urlaub. Und da sind wir zur Kommunion gegangen. Also ich habe im Altar mitgedient. Und meine kleine Tochter, sie steht dann zur Kommunion. Und das war so ein schönes Bild. Sie ist die einzige Blonde unter vielen schwarzhaarigen kleinen Kindern. Aber es sah so natürlich aus. Und sie hat das auch gespürt. Sie ist nicht hier eine Fremde, sondern sie ist 3000 Kilometer von der Heimat entfernt. Sie ist zu Hause. In der orthodoxen Kirche. Das hat sie als kleines Kind, das hat man richtig gesehen. Worauf haben Sie Ihren Priesterdienst ausgerichtet? Also gab es etwas, als Sie Priester wurden, wo Sie gesagt haben, das möchte ich als Priester schaffen, erreichen? Das habe ich noch nicht erreicht. Also mehrere Dinge. Natürlich, Richtung war, ich bin kein Theologe, kein formaler, kein systematischer Dogmatiker, das bin ich nicht. Mein Lieblingsfach, in dem ich auch meine Diplomarbeit geschrieben habe, ist Pastoraltheologie, also der Priesterdienst an sich, also die Seelsorge. Das ist für mich das Wichtigste. Das ist das, was ich liebe, einfach für die Menschen da zu sein, mit den Menschen. Ja, ich lebe dadurch. Ich meine Seele lebt dadurch, ja. Das ist der Inhalt meines Lebens. Also aber das andere, was ich nicht erreicht habe, das ist vielleicht mal auch, wenn ich aus dieser Welt scheide, vielleicht auch mal eine Kirche errichtet zu haben. Ja, da gibt es Jüngere, die das schon erreicht haben. Ich habe das nicht erreicht. Wir sind jetzt dabei in Erfurt. Vielleicht kann jemand, der mir jetzt heute zuhört, auch vielleicht ein Stoßgebet an den Herrn richten, dass es vielleicht, dass wir irgendein Gebäude in Erfurt, in unserer Landeshauptstadt in Thüringen, ausfindig machen, indem wir dann die Gottesdienste in der Landeshauptstadt führen können. Das kann eine Baracke sein, eine Garage, irgendetwas in dieser Art. Was war Ihr prägendstes Erlebnis als Priester? Wahrscheinlich der erste Mal, also jetzt spontan, man muss immer denken, was spontan war, die Minute, in der ich Priester wurde, als ich von Vladyka Feofan zum Priester geweiht worden bin in Berlin, in der Kathedrale. Gab es vielleicht eine Situation, wo Sie, wo Sie gedacht haben, was Sie erlebt haben und dann gedacht haben, ja, deswegen bin ich Priester geworden oder deswegen hat es sich gelohnt, Priester zu werden. Sehr, sehr oft. Ja? Sehr oft, natürlich. Wenn wir eine Liturgie gefeiert haben, wenn am Ende der Liturgie, wenn die Menschen kommen, das Kreuz verehren,
Ich schaue in ihre Augen. Das ist alles. Eine schönere Belohnung gibt es nicht. Belohnung. Ich weiß nicht, ob man das so sagen darf, ob ich jetzt belohnt werde. Ja, ich sehe das so, dass ich dass die Menschen glücklich sind, dass sie ihren Glauben haben, dass sie einen Ort haben, an dem sie ihren Glauben leben dürfen. Diese Gemeinschaft. Natürlich, ja, das sind die Momente, in denen man, ja, dafür bin ich Priester geworden. Auch wenn man heilige Stätten besucht, im Heiligen Land oder auch irgendwo auf Zypern, Griechenland, Meteora, das sind solche unvergessenen Momente. Aber da muss man nicht Priester sein, um diese Momente zu genießen. Aber als Priester ja genießen, also zu sich dieser Momente freuen. Als Priester, ja, das ist der Dank der Menschen, dass die Menschen glücklich sind, dankbar sind. Sie äußern ja, sie bezeugen uns ja ihre Dankbarkeit, ja, obwohl natürlich Gott der Dank gebührt, die Ehre. Und wir sind seine unwürdigen Werkzeuge. Aber Gott hat es eben so eingerichtet, dass es durch uns geschieht. Er hätte ja auch Engel einsetzen können. Aber er hat es eben so gemacht. Das zeugt von noch größerer Gnade Gottes, von noch größerer Größe, von noch erhabenerer Größe Gottes, dass durch solche unwürdigen Gefäße die Menschen solche Gnade empfangen. Und umgekehrt, also Sie sind jetzt 97 zum Priester geweiht worden. Also Sie sagten, 27 Jahre lang sind Sie schon Priester. Sie haben jetzt schon ganz viele Kinder geweiht, haben viele Beichten gehört. Ja. Ist das nicht irgendwann langweilig geworden? Also Routine gibt es nicht. Ich weiß nicht, wie viele tausend Kinder ich schon getauft habe, aber es kann nicht Routine sein. Das verbiete ich mir. Das kann ich. Es muss für diesen, und deswegen bin ich auch froh, dass ich das bislang noch so, wir haben noch die Möglichkeit, jedes Kind einzeln zu taufen. Wir machen, in Russland gibt es Massentaufen. Ist nun mal den Umständen geschuldet. Aber aber auch dann würde ich trotzdem beten. Aber es ist natürlich eine andere Beziehung, wenn du ein Kind hast oder 20 Kinder, dann hab ich sie am morgigen Tag schon alle wieder vergessen. Aber wenn ich ein Kind, das ist eine ganz besondere Beziehung. Ich weiß auch, dass ich denke auch immer dran, irgendwann wird es mich nicht mehr geben, aber die Kinder, die ich getauft habe, die Paare, die ich getraut habe, da wird immer noch diese Beziehung besteht immer noch. Ich habe zum Beispiel die Beziehung zu dem Priester, zu dem Bischof, der mich getauft hat in Tokio. Ich habe ihn nie seither getroffen, ist auch 1997 in dem gleichen Jahr dann auch zum Herrn gegangen, aber ich habe immer eine Beziehung zu ihm gehabt. Das ist ein ganz besonderer Mensch für mich. Das ist Metropolit Wladimir Nagoski, war dann der erste Vorsteher der japanischen autonomen Kirche, damals im Range eines Erzbischofs. Das ist für mich ein ganz besonderer Mensch. Das ist jemand, der mich geistlich geborgen hat. Ja. Eine ganz, ganz besondere Beziehung. Natürlich bete ich für ihn, das ist alles. Und vielleicht wird es auch für mich ein paar Menschen geben, die irgendwann mal für mich beten oder schon jetzt beten für mich. Mhm. Weil ich zu ihnen oder weil sie zu mir eine besondere Beziehung empfinden. Ja. Und wir sind natürlich als Priester, wir sind doch in den wichtigsten Momenten, in den glücklichsten, aber auch in den traurigsten, in den schwierigsten Momenten sind wir mit den Menschen. Und das ist ja dann auch so, als Priester erfährt man ja auch Dinge, die vielleicht man dem Ehepartner nicht sagt. Ja? Dann ist man, da ist eine ganz besondere Nähe. Der Priester ist ja dann die vertrauenswürdigste Person. Aber dessen muss man sich natürlich nach Maßgabe unserer menschlichen Fähigkeit auch würdig erweisen. Ja, wenn ich so ein Hanswurst bin und die Leute mir irgendwelche, also nicht nur intimen, sondern wirklich ihre Sachen aus dem Inneren ihres Herzens kommende Sachen mir anbieten,
Und wenn ich das nicht aufnehmen kann, wenn ich nicht die Kapazität dazu habe, dann muss ich mich fragen, was ich hier eigentlich mache. Ja, man muss, und Gott hilft. Ich bin ja auch kein Tiefenpsychologe oder irgendwas, aber ich weiß genau, wie Gott uns hilft. Wenn ich etwas opfere, ich meine jetzt nicht materiell, sondern ich bin jetzt müde und will nach Hause nach dem Gottesdienst, aber es stehen noch 20 Leute zur Beichte. Und dann bleibe ich und diene jeden, also ich mache nicht, jetzt mach mal schneller, ja. Sondern nein, ich opfere mich diesem Menschen. Das heißt, ich widme ihm all meine Kraft und all meine Zeit. Dann werde ich sehen, wie Gott hilft. Dann kommt die Gnade. Dann wird auch die Weisheit in mein begrenztes, in dieses begrenzte Gefäß hineingehen, Gottes Weisheit, um den Menschen das Richtige zu sagen. Und damit dieser Mensch getröstet, gestärkt, mit neuem Lebensmut, gestärkt im Glauben, wieder nach Hause gehen kann. So wirkt Gott. Das ist in dieser Einfachheit. Unsere Herzen, wir opfern unser Herz. Das ist die Liebe. Wir müssen ja auch am Leiden unseres Herrn teilhaben. Und wir tun das gerne. Und das wird jeder Priester spüren. Er wird das, also wenn er etwas jetzt von sich abschneidet, ja, ich hätte gerne, oh, heute Abend ist Fußball im Fernsehen, aber werde ich wohl die erste Halbzeit verpassen müssen, ja, oder vielleicht das ganze Spiel, inklusive Verlängerung. Kann alles sein. Ich tue das für die Menschen. Das wird, der Herr wird es vergelten. Weil wenn die Menschen glücklich sind, dann sind wir doch auch glücklich. Das ist so. Bekommt man von den Menschen auch etwas zurück? Ja, natürlich. Ich sage ja, wenn die Menschen spüren, dass der Priester sich für ihre Belange interessiert, dann werden sie den Priester auf Händen tragen. Da muss er nur mit den Fingern schnalzen und die kommen, wenn er, was weiß ich, bei ihm zu Hause was gemacht werden muss, Auto kaputt und das machen wir alles. Und das. Das sind jetzt diese irdischen Dinge. Aber auch so, natürlich, die Menschen, die beten auch, wenn wir mal krank sind oder so. Ich sage ihnen eigentlich immer, betet bitte nicht für meine körperliche Gesundheit. Meine Krankheiten sind mir so von Gott gegeben und die sind gut für mich. Das ist, die nehme ich mit Dank an. Aber betet für mein seelisches Heil, für meine seelische Gesundheit, für meine geistliche, dass ich geistlich gestärkt aus allem hervorgehe. Also Menschen in Berufen, die viel mit anderen Menschen arbeiten, mit Erzieherinnen im Kindergarten, ja. Anwalt, ja. Krankenschwester, ja. Die sind oft mit, oder zumindest statistisch gesehen überdurchschnittlich, oft mit Burnout konfrontiert, ja. Mit Depressionen. Ist der Priester davon abgesichert oder passiert das auch, dass man ausbrennt? Ich glaube, die Voraussetzungen, die Ausgangslage ist eine andere. Sehen Sie, ein Anwalt, ein Arzt, der hat seine Sprechstunden. Und er geht davon aus, ich bin heute von 8 bis 17 Uhr im Dienst, im Büro, in der Praxis. Auch die Krankenschwester, klar, da gibt es Nachtschichten, all das. Aber irgendwann ist er dann zu Hause und sein Handy kann er ausmachen. Oder wenn das Telefon klingelt, weiß er, das kann vielleicht die Freundin sein und will sich zum Kaffee trinken, Kaffeekränzchen verabreden oder irgend sowas. Bei uns gibt es das nicht. Aber wir sind ja von vornherein darauf eingestellt. Ja, natürlich, was uns schwerfällt, sind Menschen, die sich an uns wenden, die nicht mit geistlichen Dingen kommen. Das ist schwer. Das sind auch Leute bei der Beichte, die dann irgendwelche weltlichen Probleme schildern, aber nicht wirklich ihre Sünden bereuen.
die irgendwelche jetzt einen Rat wollen, aber die verwechseln das. Das kann man ja später machen, außerhalb des Gottesdienstes. Aber ihr habt auch euren Weg, den ihr gehen müsst. Das ist eure Sünden bekennen. Dann wird euch Gott auch seine Gnade schenken. Aber ihr verwechselt den Beicht, hier den Ort der Beichte mit dem roten Sofa in der Praxis eines Psychiaters. Das soll nicht sein. Und das saugt unsere Kräfte. Das stimmt. Das stimmt. Aber da muss man eben dann auch, klar, wir haben sehr viele Menschen, das ist kein Geheimnis, die psychisch krank sind. Und den muss man ja irgendwann ein bisschen mal auch zuhören. Aber dann nach 5 Minuten muss man dann sagen, so ist es okay. Weil es ist ja eine Spirale, die wiederholt sich. 2 Stunden lang, und wenn man sie nicht unterbricht, werden es 4 Stunden lang, immer wieder kommt das Gleiche. Das ist schwer. Und da muss man sich selbst auch schützen können. Die Menschen nicht sofort abweisen. Aber okay, ich habe es gehört. Wir werden jetzt beten und dann alles in Gottes Hand. Also natürlich muss man mit diesen Menschen, die sind genauso wertvoll, diese Menschen. Mhm. Aber wir müssen, die sind genauso von Gott geliebt. Sie alle tragen das Abbild Gottes in sich. Und wir lieben sie genauso. Aber wir müssen natürlich da auch, wir können nicht unendlich, also unsere Zeit, unsere Kraft ihnen für völlig nutzlose Dinge hergeben. Das können wir nicht. Da muss man sich auch schützen können. Das muss man lernen. Ja. Also solche Momente gibt es auch. Aber niemals abweisend sein. Niemals. Immer mit Liebe und ja, irgendwann dann, manche kommen dann auch so zur Beichte und dann beginnt man dann das Absolutionsgebet zu sprechen und dann ist vorbei. Es geht nicht anders, weil es noch andere gibt, die Schlange stehen. Gut. Da muss man sehr viel, muss man natürlich auch ja, haushalten können mit seinen Kräften. Aber um 3 Uhr nachts aufstehen zu einem Kranken, um die Heilige zu einem Sterbenden, um ihm die Heilige Kommunion zu bringen, diese Kraft hat man. Und wenn man dann wieder am gleichen Morgen dann wieder frisch auf der Matte stehen muss, dann hat man diese Kraft. Und auch bei Glatteis, bei alles, haben wir alles schon gehabt. Das tut man sogar mit Freude. Da kommt die Kraft sofort. Im Moment ist mir, weiß ich nicht, wie ich aus dem Bett komme, so müde bin ich. Aber wenn ich dann in die Pantoffeln geschlüpft bin und mich angezogen habe, dann kommt die Kraft. Und aber diese Überwindung muss da sein. Ja. Oh, jetzt dieser Anruf. Ich wollte doch, aber jetzt muss ich. Ja. Aber ich sage, es muss sein. Der Herr ruft mich und ich gehe. Und wissen Sie, das Schönste ist überhaupt, Christus dienen zu dürfen. Das ist das, was uns glücklich macht. Ich darf unserem Herrn dienen. Ich will gar nichts anderes. Ich will ihm nur dienen. Ich erwarte keine Belohnung. Ich will gar nicht. Also wollen schon, ja. Wir alle wollen. Aber wir tun das nicht irgendwie, das ist, dass wir irgendwie etwas dafür bekommen. Ja, bei Basilius dem Großen, dass wir dann am Ende in einem der Priestergebete in der Liturgie, da wird auch gesagt, dass wir dann den Lohn der treuen Verwalter bekommen, so etwas. Mhm. Ja, ja, vielleicht, aber das ist sehr poetisch ausgedrückt, geistlich poetisch, weil Lohn gibt es nicht. Wir verdienen keinen Lohn. Wir wollen nur der Gnade. Wenn uns Gott seine Gnade schenkt, dann werde ich kein Veto einlegen. Wenn er sich meiner erbarmen will, dann werde ich nichts dagegen sagen. Aber einen Lohn erwarte ich nicht. Okay. Gut, kommen wir zu meinen Abschlussfragen. Wenn Sie heute 20 wären und Ihren Weg wieder neu anfangen könnten, was würden Sie denn anders machen? Ich würde alles, also das Gleiche tun, aber ich würde natürlich meine Zeit anders. Ich würde weniger Fernsehen, ich würde weniger, sagen wir mal,
unnötige Zeit verschwenden. Ich würde viel mehr lesen. Das ist ein großes Defizit von mir. Es gehört eigentlich in die Beichte. Aber hier mal nach dem Apostel Jakobus: beichtet oder bekennt eure Sünden einander. Also hier allgemeine Beichte. Das ist mein großes Defizit. Das tut mir sehr leid. Die anderen Sachen, dass ich gerne Bier trinke und auch Bratwurst und solche Sachen mag, das würde ich nicht anders machen können. Ich würde es wollen, aber ich könnte es nicht schaffen. Das wäre, aber jetzt, aber das ist sinnlos. Sinnlos, darüber auch nur nachzudenken. Aber oder Fußball schauen, das ist auch halt so eine. Aber Fußball kommt ja nicht 24 Stunden. Aber den Rest der Zeit, da ja mehr Bücher lesen, mehr. Mein auch weltliche, also Literatur, auch das ist, da bekenne ich mich vollumfänglich schuldig, dass ich das nicht gemacht habe. Hätte Ihnen das als Priester geholfen? Sicher. Und welchen Ratschlag würden Sie jungen Menschen geben, die Priester werden möchten? Fühle ich mich nicht kompetent genug, dass das ein Ratschlag. Also das, was wir schon gesagt haben, dass sie die Berufung haben müssen und ja, dass sie immer vorausschauen, vor nichts Angst haben. Es kann doch nicht sein. Ich vertraue, ich begebe mich doch in die Obhut des Herrn. So die 12 Aposteln. Ja, der Herr hat sie doch auch gefragt, als er die zu zweit in die Städte geschickt hat. Hattet ihr irgendwelche Bedürfnisse, als ihr unterwegs seid? Nein, wir hatten nichts. Wir hatten alles. Ja, wir hatten kein Geld, kein Silber, nichts. Kein Beutel dabei, wo sie was hineinstecken konnten, um vielleicht Brot mitzunehmen hier auf die Reise. Nein, nein, wir hatten alles. Wir hatten keine Bedürfnisse. Und so wird es auch bei uns sein. Ist es bei uns. In der Blockadezeit Leningrad 1941 bis 44, das waren fast 3 Jahre, ist kein Priester Hungers gestorben. Viele Menschen sind gestorben. Sind in dieser Zeit 4 Priester an Altersschwäche gestorben, aber keiner der Priester ist verhungert. Mhm. Die Kirchen brechend voll waren. So sind wir nun mal, wir lieben Menschen. Ja. Wenn es uns schlecht geht, wenn die Gefahr, wenn die Bedrohung da ist, dann besinnen wir uns auf unseren Glauben. Und der Priester muss immer diesen Glauben, er muss leuchten. Ja, Vater Michael, vielen Dank für das Gespräch. Das war sehr offenbarend, das war sehr tiefgründig und ehrlich. Ja, ja. Danke Ihnen. Gott segne uns alle. Vater Alexi, seine Gemeinde, seine Familie und alle, die jetzt mit uns hier virtuell zusammen sind. Amen. Prosti, Gospodi. Prosti, Gospodi.